Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Landhandel. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab aber dazu noch ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Verkaufsstationen. Der Autor von diesem Mod heißt hier Bernie SCS. Und die Modgröße beträgt ca. 11,83 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod jetzt zum ersten Mal platzieren wollt, kostet euch dieser ca. 6 Slots auf der Konsole. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren wollt, dann ca. nur noch einen Slot. Das Ganze findet ihr aktuell im Baumenü, dann hier bei Produktionen, dann bei Verkaufsstationen. Und dann geht ihr ganz nach hinten und dann haben wir hier aktuell den Landhandel. Dieser kostet euch 55.000 Euro und dann kann man folgende Produkte verkaufen. Kartoffeln, Eier, Wolle, Milch, Brot, Honig, Butter, Käse, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Tomaten, Salat, Erdbeeren, Trauben, Rosinen, Traubensaft, Hackschnitzel und Saatgut zum Beispiel. Wir können mal gucken, wie viel wir da bekommen an den Sachen, die wir verkaufen können. Aktuell hier Preise pro 1000 Liter. Wir gehen mal zum Beispiel gucken, was uns halt die Kartoffeln hier geben. Da haben wir hier auf jeden Fall beim Landhandel ungefähr 587 Euro pro 1000 Liter. Wir können auch gerne mal gucken, was das Olivenöl uns gibt hier. Dazu gehen wir hier ein Stück runter. Und hier haben wir das Olivenöl. Aktuell hier beim Landhandel 7063 Euro. Rosinen 4372 Euro. Traubensaft 5103 Euro, Salat ungefähr 3246 Euro und halt hier Tomaten zum Beispiel 1686 Euro. Also liegt es ungefähr bei den Preisen von den Standardverkaufsstationen, aber ist auf jeden Fall mal hier ein schöner Mod, den ihr euch hier platzieren könnt. Kann man hier noch was machen damit? Wir gehen mal hier mal gucken. Wir haben auf jeden Fall wieder diese 3D-Optik, ne? Schönes Gebäude mit diesem Landhandel-Aufschrift hier, mit der Aufschrift dazu. Und dient halt, wie gesagt, halt nur als Verkaufsstation und ein schönes Gebäude als Deko. Finde ich auf jeden Fall auch wiederum schön gemacht, dass hier auch mal mehr Gebäude wiederkommen. Finde ich auch cool. Und ist aber auf jeden Fall Geschmackssache. Dann sind wir hier schon leider zum Ende von diesem Video gekommen. War ein ziemlich kurzes Video. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr dazu, schreibt dies noch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht mich gerne auch auf meinem Twitch-Kanal oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.